Einst zog Hansi Kreuzmeier von Altheim aus, um als Waterloo die Musikwelt zu erobern. Mit seinen Hits Das ist meine kleine Welt oder Good Old Hollywood is dying kennen wir alle, da wurde er zum Star. Und am Wochenende feiert der ewig junge Oberösterreicher 70. Geburtstag. Er hat aber bereits gestern gefeiert mit Familie und ganz engen Freunden. Die St. Martins-Therme im Burgenland. Sänger Waterloo feierte gestern Abend seinen 70. Geburtstag. Das ist eine Zahl. Das ist einfach eine Zahl. Also für mich geht es immer so gleich weiter. Ich schaue mal, wie es mit dem 75. ausschaut oder mit 80, mit 90. Meine Mutter ist jetzt 91. Die ist gut drauf. Mit der Familie und ausgewählten Freunden feierte der Sänger gestern schon vor. Denn eigentlich wird er erst am Freitag 70. Es begann mit Punsch, Maroni und Bogenschießen. Ich bin dankbar und stolz. Und man muss so die Höhen und Tiefen, das muss man wissen. Man darf nie aufgeben. Solange man lebt, muss man aus sich wachsen. Und das steht bei mir irgendwo geschrieben und das lebe ich auch so. Deshalb wurde gestern ein bisschen zurückgeblickt und in Anekdoten geschwelgt. Ich habe hier einen Urheberrechtsvertrag aus dem Jahr 1976, was damals beim ORF bekommen hat. Das war mein erstes Interview. Ich muss gewesen sein, im Juni 1976 hat ein damals junger Ö3-Reporter Waterloo und Robinson anlässlich der Präsentation ihrer neuen LP-Songs interviewt. Mit meinem Partner, den Robinson, haben wir 1969 auf 70 begonnen. Weiß ich noch, Hans und Sepp, das hat nicht gepasst, aber Edward Brothers hat auch nicht gepasst. Und dann habe ich die Eingabe gehabt, Waterloo. Weil ich war im Herzen immer schon, glaube ich, ein Multikulti total. Waterloo ist eine Bühnenrampensau, wenn ich das so sagen darf. Und Hansi Kreuzmeier ist ein sehr liebevoller, rücksichtsvoller Ehemann. Er hat es uns immer vorgespielt, auf und ab, egal wo, ob zu Hause, im Auto, wir haben es uns immer angehört. Und wir waren so das Testpublikum, kann man sagen, ja. Ich habe schon ein Ziel gehabt, ich hab immer gespürt, ich muss, okay, jetzt habe ich das gesungen, das hat nicht so funktioniert. Ich war in Kirchenchor, da war ich 10 Jahre, glaube ich, dann habe ich mit 12 Jahren den ersten Plattenvertrag in Linz in der St. Stüberl bekommen. Das ist eine eigene Song Contest-Familie. Freundschaften werden geschlossen und man freut sich auch mit, wenn ein anderer erfolgreich ist. Das er hat uns natürlich immer gefragt, ob wir mitfallen wollen. Nach dem zweiten, dritten Mal haben wir sich dann auch gefreut. Und ja, wir sind zwar nicht alle so auf der Bühne jetzt aufgewachsen damit, aber wir lieben es trotzdem. Er schaut immer gleich aus und er ist einfach authentisch. Man könnte sich vorstellen, na, das ist ein Wahnsinniger, der sich da jetzt in eine Rolle verkleidet. Ja? Das ist er aber nicht. Ich achte auf meinen Körper, ich achte auf meine Freunde, ich achte auf die Natur, ich achte auf die Tiere. Du weißt, ich bin da einfach ein... Und natürlich auf meine Frau, das ist ganz wichtig. Also das ist eigentlich normal. Könnte er nicht leben. Er braucht einfach das Publikum und er liebt es, auf der Bühne zu stehen. Wann immer ich ihn sehe, lacht er. Und das ist irgendwie so schön, wenn man Menschen begegnet, die grundsätzlich ein freundliches Gesicht haben. Also wo der Mundwinkel nach oben geht. Do you remember, der Hans ist ein gerader Michli, wie man so schön sagt. Natürlich ist er ein Vollprofi, ein super Musiker, ein super Entertainer. Aber er ist nicht aufgesetzt. Er ist einer der wenigen, die so extrem diese Lebensfreude ausdrückt. Also er ist für mich der Mr. Lebensfreude. Und ich glaube, wenn man mal nicht gut drauf ist und mit ihm spricht, dann ist das die beste Therapie. Der musikalische Höhepunkt gestern Abend. Zum ersten Mal traten Waterloo und jener Mann gemeinsam auf, der seinen größten Hit geschrieben hat. Für mich ist der Hans Waterloo natürlich, für den ich sehr früh als Jugendlicher schreiben durfte, arbeiten durfte, Klavier spielen durfte, produzieren durfte.
und komponieren durfte. Und da ist auch dieser große Riesenhit passiert. Christian Kolonowitz, die Milestones dann zusammen was gegeben hat, dann der Ostbahnkurti, der Kurt Hauenstein von Supermax, die haben alle mitgesungen im Chor bei 6 Alben. Und das ist für mich eine Verbindung, das kann man keiner nehmen. Er war immer schon so, dass eine Pension für ihn nie in Frage gekommen wäre. Er hat immer gesagt, der wird einmal auf der Bühne umfallen und das glaube ich auch. Happy Birthday, lieber Hans! 70 Jahre und kein bisschen müde. Waterloo arbeitet bereits an einer neuen CD. Unermüdlich, der Hansi Kreuzmeier. Waterloo, wir wünschen dir alles, alles Gute zu deinem 70. Ist nur eine Zahl. Trotzdem bleib gesund und so freundlich und froh, wie du immer bist.